Lange ist es her, dass ich eine Folge zu Balloon Tower Defense 6 gemacht habe, aber endlich ist es soweit. Ich kann, darf, wie auch immer, wieder eine neue Folge machen, denn es ist ein neuer Superaffe hinzugekommen. Und zwar der Affenpionier hat ein Upgrade erhalten, ein Meisterbauer. Affeningenieurwesen in Perfektion. Er schafft 3 Mega-Wachtürme, die ihre eigenen Wachtürme bauen können. Uiuiui, den schalten wir doch einfach mal frei für 750.000 XP. Ich bin gespannt, wie der aussieht. Wie ein Flitzebogen bin ich gespannt. So krass, freue ich mich da drauf. Uiuiuiui. Und? Ui. Krass. Ist ja fast ein... Also, ui. Die sehen ja aus wie kleine Pferdchen. Süß. Der da sieht echt krasser aus als Iron Man. Da bin ich mal sehr drauf gespannt. Natürlich könnte ich jetzt versuchen, auf einer Map alle Mega-Affen zu erschaffen. Aber ich glaube, das ist schon ein groß ambitioniertes Ziel. Deswegen werde ich... welche Map werde ich auswählen? Also ich gehe auf jeden Fall mit leicht rein, damit ich euch den auch auf jeden Fall zeigen kann. Ich glaube, ich nehme diese Map, gehe mit leicht rein und werde am Anfang... Oh, ich habe den falschen Helden ausgewählt. Nein! Welchen Helden nehme ich da? Am besten den Geld erschaffenden Helden. Ich glaube, der ist besser. Der ist sinnvoller. So, dann gehen wir jetzt mal hier rein. Und ja, das sieht doch eigentlich nach einer ganz guten Map aus dafür. Und ich würde sagen, wir beginnen doch direkt mit so einem netten Affenpionier. Und warten dann, bis wir unseren Benjamin stellen können. Ich glaube, der müsste das eigentlich aushalten, dieser Affenpionier. Also der sollte das schaffen. Dann kann ich jetzt ganz entspannt mich zurücklehnen und unseren Benjamin gleich besorgen. Je früher man den stellt, desto mehr Geld kann man bekommen. Und wir sind ja sowieso in leicht, dann sollte er auch recht günstig sein. Den setzen wir einfach mal hier oben in die Ecke. Und dann können wir uns doch jetzt eigentlich schon darauf konzentrieren, hier den Affenpionier abzugraden. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal auf das, dass er getarnte Balloons enttarnen kann. Eigentlich ist dieser Baum hier aus meiner Sicht nicht so der lukrativste. Klar, er hat eine größere Reichweite, dann wird er stärker, dann kann er so einen Schau machen, bei dem getarnte Balloons und Herzballons enttarnt werden. Und dann kann er andere verstärken, andere Tower. Aber das ist vom Preis her und so, weiß ich nicht. Ich skill da eigentlich immer nur wegen dieser Fähigkeit, wegen dem Schaum rein. Ansonsten nutze ich diesen Skilltree eigentlich nie. Jetzt holen wir uns nochmal die unterstützenden Wäffchen, nenne ich es jetzt mal. Und ich glaube, ich setze hier noch einfach, weil ich es habe, einen kostenlosen Wurfpfeilaffen hin, den ich dann nach ganz oben upgrade. Ich glaube, das ist am sinnvollsten. Aber jetzt holen wir uns erstmal die anderen Affenpioniere. Oh, stimmt. Eins der geilsten Features bei dem ist ja der untere Baum, weil da kann der so komische Fallen hinsetzen auf die Strecke, wo dann Ballons reingehen, die dann aufgefangen werden. Und das kann sogar bei der Mega, also bei der letzten Stufe, hier, das da ist die Ballonfalle und die gibt dann immer Geld. Und das kann sogar bei der letzten Stufe ganze Schiffe einsaugen. Das ist richtig, richtig krass. Aber kostet halt auch sein entsprechendes Geld. Jetzt machen wir jetzt erstmal... Ich bleib bei den Affenpionieren. Oh, diese angenehme
Blubber-Sound. Blub, 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 blub. Falls ihr im Hintergrund irgendwas hämmern hören solltet oder so, bei uns wird gerade das Dach gemacht, deswegen ist es etwas lauter, aber ich weiß gar nicht, ob mein Mikrofon das groß aufnimmt. Ich hoffe mal nicht, sonst werdet ihr die ganze Zeit gestört. Bom, 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 bom. Und so weiter. Das ist da nicht so angenehm. So, ich glaube, ich mache einfach hier rein. Ja, komm. Oh, 45.000. Das ist schon eine Hausnummer. Setzen wir aber noch den letzten. Einfach hier sind sie schön im Trio. Der muss doch da oben. Ja, ganz oben rein. Es ist nur die Frage, in welches dann unten. Ja, komm. Mache ich einfach da rein. Wer auch immer da gerade gehart hat. Redet der? Der redet. Okay, das wusste ich nicht. Es läuft doch eigentlich richtig gut. Ja, ich habe jetzt alle drei Waffenpioniere. Wer kann da eigentlich davon die zerstören? Ich weiß es nicht. Ist ja aber auch im Grunde egal. Ich unterstütze euch mal, dass ihr das alle könnt. Ich weiß gar nicht, ob die kleinen Pistolen, Waffen, Wachposten, wie auch immer, auch geboostet werden. Es sieht nicht so aus. Aber ist halt die Frage, ob, wenn die geboostet sind, ob dann auch die Wachposten geboostet sind. Ich weiß es nicht. Aber ich setze das mal hierher, dass du deinen Schaum da vorne hin machst. Und dann lasse ich euch mal so richtig schön boosten. Ich glaube, ich sollte aber auch ein bisschen mich um mein Geld kümmern. Weil ich weiß nicht, wie teuer das werden wird. Warte mal. Hier. Einen Sammler. Am besten setze ich jetzt erstmal hier noch ein zweites hin. So, und dann noch ein Sammler. Ich weiß, die Sammler sind nicht umsonst, aber die sind einfach richtig angenehm. Ich glaube, da rein, ja. Will ja noch mehr Cash. So, komm. Schön. Das ist die Frage, was create ich als nächstes? Aber eigentlich müsste ich den hier, aber das kostet schon 11.000. Und der da ist 27.000. Das ist... Ich weiß nicht, ob das besser... Und ihr wisst ja, und hin und her. So, jetzt werdet ihr erstmal schön geboostet. Und ich kümmere mich um meine Geldreserven. Ich glaube, das ist eigentlich am sinnvollsten. Weil guck mal, ich habe es ja eigentlich schon. Okay. Freies Spiel und weiter geht's. Wir brauchen so viel Geld, wie man gar nicht glauben kann, dass wir brauchen. Und deswegen erstmal da rein investieren. Und dann bin ich ja mal sehr gespannt. Komm, noch einmal. Komm, ja. Ja, oh, schön. Noch mehr. Also, solange der nicht einmal zu Pötte kommt, brauche ich den auch nicht weiter abzugraden. Wenn das nur 12.000 kostet. Ich spare jetzt erstmal auf die 11.000. Und... Oder soll ich direkt auf den da sparen? Oder noch eine weitere... Hier, komm, ich mach das noch. Jetzt kriege ich ordentlich Cash. Ja. Warte mal, man könnte natürlich auch hier noch einen unterstützenden Tower hinmachen. Dass die alle getarnten Balloons angreifen können. Beziehungsweise alle... Warte mal, das ist... Als was zählt das? Ich glaube, nur die Blauen werden hier oben Primäraffen. Ich glaube, die Primäraffen sind wirklich nur das hier oben. Ich weiß es nicht. Ich lasse es aber besser mal. So, den graden wir noch ab. Und jetzt... Ich sag zwar immer, ich mache das und das und jenes und dies und jenes, aber irgendwie mache ich dann immer wieder was anderes.
Aber bisher läuft es wie am Schnürchen. Es passiert eigentlich wirklich gar nichts. So, warte mal. 11.000. Schön. Jetzt kann der nämlich die anderen boosten. So. Ich weiß halt nicht, was das bringt, aber vor allem, weil das geht ja irgendwann auch weg. Aber ich lasse es einfach. Also die nächste Fähigkeit für 89.000 ist dann so, dass es dauerhaft geboostet bleibt. Aber dafür möchte ich erstmal noch was ausprobieren, dass ihr mir noch mehr Cash bringt. Ist die Frage eher da rein, oder? Also das brauche ich ja nicht noch ein zweites Mal. So. Bringt ihr mir noch mehr Cash, glaube ich? Ja, die bringen noch mehr Cash. Und wenn ich den jetzt noch in die Mitte upgrade, dann sind sie noch schneller und noch effektiver. Das klingt doch eigentlich alles sehr optimal. Ich kann auch die kleinen Waffendinger da boosten. Was bringt denn das? Ha, gute Frage. Was könnte man denn noch? Man müsste. Warte mal, was bringt das denn? Primäraffen. Ich glaube, das bringt mir überhaupt nichts. Weil das sind keine Primäraffen. Naja. Jetzt dann warten wir. Dann lehnen wir uns jetzt schön entspannt zurück. Warten, bis wir 27.000 haben. Craden das dann ab. Und dann warten wir wieder. Und kümmern uns vielleicht mal um unser Geldvorkommen. Ich glaube, das wäre eigentlich am sinnvollsten, noch mehr Geld zu generieren. Auch wenn es aktuell so easy läuft. Die kommen ja noch nicht mal bis da hinten durch. Also die kommen noch nicht mal. Bin ich gespannt, wie schnell der kaputt geht. Oder wird der sogar vielleicht. Nein, der wird von der Falle nicht aufgesaugt. Aber die Ballons. Immerhin. Jetzt erstmal hier, komm. 27.000 haben wir jetzt ganz schnell erreicht. Und yay. So, jetzt kümmern wir uns noch mal ein bisschen um mehr Geld. 6.5 hours later. Jetzt nach langer Wartezeit habe ich jetzt meine Flotte an Geldmaschinerien hochgepusht und die Schiffe und im Grunde nichts kommt hier überhaupt durch. Aber dass sich das auch nicht ändert, grade ich jetzt endlich die XXXL-Falle ab. Zack. Das war jetzt nicht sehr spektakulär, aber es hat den gewünschten Effekt, nehme ich an. Und jetzt ist halt die Frage, grade ich erstmal dieses Bananenzentrum oder die Bananenzentrale ab? Flup, 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 flup. Ah, die sind einfach kaputt gegangen. Die sind gar nicht mal in die Falle rein. Krass, Alter. Oder grade ich erstmal, um meinen Satz zu beenden, grade ich jetzt erstmal diesen Ultra-Boost ab. Das wäre auch eine Idee. Weil vom Geld her sollte das ja eigentlich alles gar kein Problem sein. Ich habe jetzt schon wieder in dieser ganz kurzen Zeit schon 45.000, 46.000, 49.000, 50.000 gemacht. Das ist ja blitzschnell. Also von daher denke ich, sollte das doch kein Problem sein. Alleine diese Champion-Wachposten zerstören einfach alles. Da kommt nichts durch. Und wenn ich dann die auch noch booste. Das Problem ist halt, die kann man ja boosten, diese kleinen Dinger. Aber die gehen ja auch kaputt. Also bringt das gar nicht so viel. Eieieiei. Guck mal, wie viel Geld ich generiere. Und jetzt? 502. 552.500.
Das könnte natürlich ein bisschen länger dauern. Aber warte mal. Ich kann doch jetzt die hier immer... Der ist jetzt einmal geboostet. Okay. Und schauen wir mal, wie oft ich den denn hochboosten kann. Weil ich muss ja sowieso jetzt hier sitzen und lange warten. 2000 Jahre später. Ich habe mir jetzt aus Langeweile hier unten mal die normalen Affen, die Wurfpfeilaffen geholt, die man alle haben kann, um dann eventuell, falls ich das will, den Meister da zu holen. Also diesen, den habe ich ja schon oft gezeigt, aber habe jetzt einfach mal, weil mir langweilig war. Klar, das frisst auch Geld, aber ich dachte mir, krass, einfach so ein grünes Schiff wird da einfach aufgesaugt durch diese Falle. Das ist natürlich richtig angenehm. Krass, die werden alle aufgesaugt. Ich krieg richtig viel Cash. Also wie gesagt, ich habe jetzt mal gespart, dass ich rein theoretisch diesen netten Kollegen da dann auch holen kann. Auch wenn ich nicht glaube, dass ich den groß brauchen werde. Vor allem habe ich auch noch nicht genug Geld und wir sind gerade bei dieser Runde, wo es sehr kritisch aussieht. Aber eigentlich, guck mal, der ist ja jetzt, der ist zwar recht weit durchgekommen, aber ist jetzt auch wieder Geschichte. Oh, schön. Und weiter geht's. Falls es kritisch wird, kann ich den da unten kaufen. Wie gesagt, das hat auch Geld gekostet, das mir jetzt irgendwo fehlt. Aber ich glaube, das ist vernachlässigbar, wie viel Geld das war. Natürlich, wenn ich mir jetzt diesen Apex Plasma Meister hole, dann habe ich einiges an Geld verloren. Vielleicht sollte ich das machen. Die Bälle gehen gerade viel zu schnell durch. Die waren schon da hinten. Und ich habe gerade mal 300 Leben. Wenn da einer durchgeht, bin ich weg. Deswegen hole ich mir den jetzt besser mal. Und jetzt habe ich überhaupt kein Problem mehr. Ach so, ja, jetzt wollte ich ja hier noch die da hochleveln. Kann ich den da eigentlich upgraden? Ich glaube es fast nicht. Es war gerade doch... ich habe zwar jetzt richtig Geld auf dem Kopf, verschwendet, aber ich denke, das war ganz sinnvoll. So. Jetzt hole ich mir noch das da. Kriege ich noch mal mehr Herzen und mehr Geld und so. Wäre nicht ganz verkehrt. Dann geht es vielleicht ein bisschen schneller das nächste Mal. Sehr, sehr, sehr viel später. So, da wir jetzt das Geld soweit zusammen haben und ich auch gleich versuchen kann, diesen Affen, ich habe mich umentschieden, nicht mehr den da, sondern den da abzugraden, auf 9 oder auf 10 zu upgraden. Das geht. Okay, das geht noch. Wie oft kann ich den upgraden? Wenn schon 10 geht? Ich weiß nicht. Ich möchte euch jetzt nur ein bisschen noch das Gameplay zeigen, wie es ist, solange die noch nicht fusioniert sind. Ah ne, über 10 geht nicht. Aha. Ich glaube, 10 ist das Maxi... warte mal. Vielleicht habe ich mich auch verklickt. Ich probiere es noch einmal. So. Nein, über 10 geht nicht. Okay. Gut, dann würde ich sagen, mache ich den Autostart aus. Und wir schauen uns den neuen Affen an. Den Meisterbauer. Ja. Fusion. Was ist denn das für ein Riesenviech? Also den da brauche ich ja nicht mehr. Was ist das für ein Riesenviech? Ist ja wirklich ein Kran. Also den brauche ich ja eigentlich auch nicht mehr, weil... Der da kann sowieso nicht beeinflusst werden von denen. Dann verkaufe ich die einfach jetzt mal. Wobei.
Dass da. Ja, Ich muss einen besseren Platz finden. Für das Affenhäuschen. Hier vielleicht? So. Alle geboostet. Die beiden nicht mehr. Aber ist ja auch egal. Jetzt haben wir diesen. Eieiei, hier sieht der. Vor allem, warum hat der ein rotes Visier und da ein grünes? Wieso hat er da ein rotes Visier und da ein blaues? Na, ich weiß es nicht. Dann lassen wir dich mal angreifen. Okay, der schießt die einfach ganz schnell kaputt. Was ist seine Fähigkeit? Ei, der macht die einfach mit so drei kleinen Pfeilchen. Macht der alles kaputt? So, und jetzt noch einen Turm. Setzen wir mal den da. Oh, der kann selbst schießen. Geht der auch kaputt? Oder bleibt der jetzt für immer da? Ah, der baut kleine Türmchen, die kaputt gehen. Ja. Gut, dann würde ich doch einfach mal sagen, wir holen noch einen zweiten. Ah nein, der ist auf automatisch. Also der verfolgt automatisch, okay. Und jetzt gibt es noch einen blauen. Der macht ja richtig Flammen. Ein Flammeninferno. Und jetzt noch den hier. Okay, was der kann, das weiß ich nicht. Aber ich kann... Kann ich den einfach nochmal umplatzieren? Oder noch einen davon? Ah nein, ich kann ihn umplatzieren. Okay, gut. Gut zu wissen. Das ist ja richtig cool. Würde ich sagen, mache ich Autostart wieder an. Und guck mal. Ah, ja gut, aber den roten möchte ich schon. Ich will halt den blauen mal in Aktion sehen. Deswegen muss ich wissen. Jetzt. Dann mal hier hin. Ich glaube, der schießt Raketen. Sieht man jetzt ganz schlecht, aber der schießt Raketen. Ein Laser, einer der Raketen schießt und einer der Flammen ausstößt oder so Plasmaflammen. Cool. Und der Haupttypi da, der ist auch nicht zu verachten. Vor allem, der kann auch noch seine Box hinsetzen, wo dann Schiffe rein können. Ui. Der ist wirklich nicht von schlechten Eltern, der Kleine. Jetzt ist halt die Frage, soll ich jetzt noch die anderen Superaffen, Megaaffen, Meisteraffen, wie man sie auch immer nennen möchte, holen? Und dann mal schauen, wie weit ich komme? Oder soll ich es bei diesem Experiment erstmal belassen, weil... Es hat sich ja jetzt gezeigt, dass er richtig heftig ist. Guck mal, wie schnell der die kaputt macht. Gut, er ist auch sein Geld, also er ist sein Geld wert, sagen wir es so. Ach so, der war einfach nur zu schnell kaputt. Dann würde ich doch einfach mal sagen... Wir verkaufen diesen netten Typen hier. Verkaufen alle Geldgeschäfte. Und... Ja, ist halt die Frage. Rentiert sich es jetzt, mit dem jetzt so weit... Also zu schauen, wie weit man kommt? Weil er ist ja schon richtig krass. Und es kommt wahrscheinlich auch darauf ein wenig an, wie ich mit dem Laserstrahl umgehe. Im Grunde könnte ich den Laserstrahl hier unten hinsetzen, dass der auf der ganzen Länge schön reinballert. Wäre eigentlich am sinnvollsten. Und jetzt kann ich mich entspannt zurücklehnen. Aber im Grunde passiert ja nichts mehr. Ich lasse das ja einfach nur noch laufen. Ja, ich lasse es einfach laufen. Schneid jetzt bis zum Ende.
Und dann sehen wir mal, welche Runde der nette Typ schafft. Also wir sind jetzt bei 1 Million Affengeld und ich muss leider einen Fakt über diesen netten Typen da zurückziehen. Und zwar scheint es so zu sein, dass er doch nicht diese Kiste, diese Ballonfalle aufstellt, dass die nur noch da saß. Das finde ich etwas schade, aber er ist ja unabhängig davon ist er einfach mega krass. Jo, aber ich würde sagen, ich beende jetzt meinen Versuch. Ich habe den, denke ich, ausreichend mal getestet und angeschaut. Deswegen wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Cheerio!